Hey, was ist das ein Sternchen? Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky X. Und hier gibt es einiges an Updates und ich werde sie mal im Laufe des Videos besprechen. Das erste, was man hier sehen kann, ist Quests. Es gibt ja auch hier wieder Quests, genauso wie in Tanky Online, und der Play-Button, wo du instant in irgendeine random Schlacht rein joinst. Und ich hoffe, dass ich jetzt eine gute Schlacht bekommen habe, wo einiges los ist. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt angekommen, was ich hier ansprechen wollte. Und zwar ist es die neue Map, die man hier sehen kann. Ein wunderschönes Ding. Ja, es ist eine riesige Halle. Und ich habe jetzt auf der schon... Oh, Level Up. Ja, so kann es laufen. Ich habe schon auf der ein bisschen gespielt und muss sagen, ich finde diese Karte richtig gut gemacht. Mir gefällt sie. Ja, ich werde von... Wird von hinten irgendwo penetriert. Wer ist denn das da hinten die ganze Zeit, der mir auf mich ballert? Boah, der hat mich die ganze Zeit irgendwie im Fokus gehabt und jetzt fällt hier irgendwo eine Goldbox. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo die fällt. Ich habe hier noch nie eine Goldbox fallen gesehen. Fallen sehen, was auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich guck mal, wo die hinfahren. Die fahren auch irgendwo hin, ne? Da oben vielleicht? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Sag mal, wo fällt die denn jetzt? Keine Ahnung, wo die fällt. Ist die jetzt schon genommen? Weiß das jemand? Weiß jemand, ob die Flagge... Ob die Flagge, sag ich schon. Ob die Goldbox genommen wurde? Ne, weiß niemand. Na gut. Auf jeden Fall, ja, wie man hier das Ganze wunderschön sehen kann. Die Map gefällt mir echt. Ich finde sie richtig gut. Mal was anderes, ja, weil wir hatten ja in Tanky sowieso immer nur Freiluftkarten, ja. Gut, okay. Da könnte man sagen, ja... U-Bahn, aber U-Bahn ja auch nicht wirklich. Ja, das U-Bahn kann man ja nicht mit dieser Karte vergleichen. Ansonsten fällt mir nichts ein, was nur im Untergrund ja sich abspielt. Und es hat einfach irgendwie so eine riesige Halle mit irgendwas. Da unten sind Kristalle, die einfach mal dort ja vor sich hin vegetieren. Und du kämpfst halt hier einfach. Ich finde diese ganze Location, wie das gemacht wurde, einfach nur sehr, sehr gelungen. Und was wir in 5 Minuten wahrscheinlich dann sehen werden, das ist das nächste. Und zwar, wenn eine Schlacht vorbei ist, da gibt es jetzt auch etwas Neues, etwas Schickes. Das na, er heilt sich. Ich finde diese Heilungsanimation richtig gut. Das werden wir sehen, wenn die Schlacht vorbei ist. Das ist auch etwas, wo ich mir dachte, hey, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, warum nicht? Da will ich noch nichts sagen, ja. Ansonsten für alle die, die sowieso Tanky X spielen, die werden es ja wissen, ne? Aber das mit den, mit, was wollte ich gerade sagen? Mit der Karte, genau, das war check, das war super, gefällt mir, können wir abhaken. Der nächste Punkt auf meiner Liste, wo ich jetzt nochmal reden will, das sind die Quests. Ja, alles fängt klein an. Wir haben jetzt auch in Tanky nicht gerade die große Vielfalt an Quests, ja. Es gibt zwar immer andere Aufgaben, sammel mal hier EP, sammel mal auf der Karte EP, aber immer, es bleibt ja gleich, ne? Schieß Gegner ab, sammel EP, erober Flaggen, sammel Boxen, ne? So, oder fange Goldboxen, das kann auch sein, aber es ist ja auch Sammelboxen, ne? So, das ist halt unser, ja, unser Sortiment, was wir in Tanky Online an Quests haben. Hier sind 3 Quests am Start. 10 Kills machen in einer Runde. Da bin ich jetzt gut dabei. 3 Kills fehlen noch. Ich muss sagen, ich mache am besten Kills im Deathmatch. Das geht da sehr, sehr schick und sehr flott. Da habe ich in einer Schlacht, glaube ich, 50 Kills oder so gemacht. Oder mehr, fast 60 oder sogar über 60, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich da ein bisschen angestrengt. Fand ich super. Habe dadurch auch ein paar Kristalle gemacht. Das fand ich noch besser, ja. Konnte dadurch mein Equipment ein bisschen verbessern. Jetzt auch nicht so krass, aber wenigstens immerhin ein bisschen, ja. Und, alles super. Alles top, ne? Das war die erste Quest. 10 Kills machen. Die nächste war dann auch wiederum, in 3 Schlachten das Ganze. Ja, pro Tag dann in 3 Schlachten musst du halt, die Kills machen. Und dann das nächste, was ich auch schön finde, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, weil ich ja nicht allzu regelmäßig hier Tanky X spiele, das ist die dritte Quest, die man da gesehen hat, und zwar 7 Tage lang das Ganze machen. Und wenn du die 7 Tage lang gemacht hast, dann kriegst du eine etwas bessere Belohnung. Ist jetzt nicht allzu viel, das waren diese X-Crystals, 50 Stück. Davon kann man sich jetzt im Endeffekt auch nicht wirklich viel leisten, gar keine Frage.
Aber wenn man es wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum macht, könnte man sich dadurch sogar noch XT holen. Es wird zwar viele Wochen dauern, aber es wäre eine Möglichkeit, ne? Noch eine Goldbox. So, wo fällt die? Wo fällt die Goldbox? Die zweite? Fahren wir mal weg. Wir werden hier aber angeschossen. Herrgott nochmal. Da muss ich halt jetzt entweder mich töten. Ach shit, die fällt da. Hm. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, Alter, was ist denn los mit dir? Junge, ich will doch gar nicht so weit wegfahren. Fällt die jetzt schon? Ist die gefallen? Ach komm, leck mich. Ey, es kann... Wieso fährt der Lappen einfach gegen mich? Oh mein Gott, ey, da drückt er mich weg. Ich wollte von da oben erstmal ein bisschen warten und chillen, aber nein, der drückt mich einfach weg. Boah, kann doch nicht wahr sein. Egal, zwei Goldboxen sind hier schon gefallen. Cool. Coole Sache, coole Sache. So, aber nun weiter im Gespräch. So, das waren also die drei Quests. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch mehr gibt, die dann später irgendwann kommen, aber wahrscheinlich wird diese Vielfalt es auch geben, dass man auf irgendwelchen bestimmten Karten das Ganze machen muss. Ich habe da jetzt nicht allzu viel nachgeschaut. Ich bin gerade über eine Mine gefahren, fällt mir gerade auf. Habe ich wenigstens... Ah, gut. Meine 10 Kills habe ich wenigstens für die Aufgabe gemacht. Die kann ich mir dann noch nach dieser Schlacht hier abholen, die Belohnung. Nicht schlecht. So, zack, den nächsten hier. Die EP mache ich auch und das finde ich sehr gut. Das hätte ich mir auch in Tanky Online gewünscht, dass das dann irgendwann mal rauskommt, weil die Informationen, die dann am Ende zu sehen sind nach einer Schlacht, da muss ich sagen, das fand ich echt gut. Also, da sieht man, wie viel einem noch fehlt und so weiter, aber bevor ich das hier im Detail beschreibe, wartet einfach eine Minute und dann seht ihr das ja selber. Und ich muss jetzt mal sagen, nach dieser ganzen Zeit und auch in diesem ganzen Tanky X testen, ich mache ja nicht regelmäßig Videos von Tanky X, einfach weil ich ja einfach erstmal nur die Updates zeigen möchte, wie sich das Game entwickelt. Und ich meine mal, es kommen ja nicht täglich Updates raus, wo ich mir dann sagen muss oder sagen kann, jupp, jetzt müssen wir wieder aufnehmen, weil heute ist eins rausgekommen, ein Update, morgen ist noch ein Update rausgekommen und übermorgen kommt noch eins. So ist es ja nicht, ne? Das dauert ja immer, bis solche Updates fertig sind. Deswegen dauert das natürlich auch mit meinen Videos, weil ich will halt zeigen, wie sich das Game entwickelt und nicht 100 Let's Plays machen auf demselben Stand, sondern dass man halt im besten Falle von Let's Play zu Let's Play oder während diesen Let's Plays dann... einfach mal diesen Fortschritt sehen kann und nicht halt gucken muss, wie hat sich denn das jetzt über 10 oder 20 Videos entwickelt. Ne? Zack, jetzt haben wir es. Leider verloren, 91 zu 92, aber jetzt kriegen wir erstmal hier die Tabelle zu Gesicht, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ja, können wir jetzt weitermachen und das finde ich auch sehr cool gemacht. Jetzt können wir hier sehen, gut, jetzt haben wir 238 hinzubekommen. Dann EP hier 376, da fehlt uns auch noch ein bisschen. Dann bei der Smokey, die muss ich sowieso noch verbessern, mit der habe ich ja noch nicht wirklich gespielt. Jetzt können wir uns entscheiden, gehen wir jetzt wieder rein mit Continue oder gehen wir in die Garage? Falls wir jetzt irgendwas noch machen wollen, können wir das hier machen. Das können wir natürlich auch, wenn ich jetzt hier rausgehe, Quests. So, kriege ich jetzt auch hier nochmal die Information. Ja, das lädt. Und jetzt kann ich hier meinen Gewinn einfach mal nehmen. Das sind die 100. Und kann jetzt auch wieder in irgendwas reinstecken. Gehen wir mal in die Garage. Können wir wahrscheinlich noch irgendwas machen. Moment. Nee, können wir nicht. Die Smoking, da müsste ich jetzt noch ein bisschen spielen. Und dann könnte ich die verbessern. Das nächste, was kam, ich weiß jetzt noch nicht, wahrscheinlich noch nicht draußen, aber das wäre das nächste bei der Hornet. Wir haben ja hier die Gold Hornet, wir haben hier eine Hornet XT und das nächste ist, es gibt dann von der Hornet eine neue, neuen Skin, der rauskommt und dieser Skin ist dann nur für diese Beta-Tester. Das ist dann dieser einzigartige Untersatz. Dieser Unique-Untersatz, der dann rauskommt, ist auch so eine goldene Hornet, sieht aber nur anders aus. Da gab es ein paar zur Auswahl und die meisten Leute haben sich dann eben für eine goldene Hornet entschieden.
Wie sie dann am Ende richtig im Game aussehen wird oder wie sie sich mit der dann spielen wird, ob es einem auffällt, so gucken wir mal. Sah aber auf den Screenshots gar nicht mal so schlecht aus. So, gab's noch irgendwas? Ich glaube, das meiste hat man sowieso gerade gesehen. Das ist die neue Karte. Da kann man mal ganz kurz nochmal in ein Battle vielleicht rein. So, spectaten. Kann man sich das mal von der Vogelperspektive mal angucken. Fliegen wir mal so ein bisschen hier durch. So, wie war das nochmal? Was waren jetzt nochmal die Tasten dafür? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah ja, ist ja auch egal. So. Ah, wir können sogar mit dem Mausrad nach oben. Interessant. Na, was waren jetzt nochmal die Taste dafür? Es gab irgendeine Taste. Aber was waren das? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. War es nicht die Taste hier? Ne, irgendwie nicht. Gab es irgendeine komische Taste? Was waren das jetzt nochmal für eine? Hilfe. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. War es F1? Ne, irgendwie auch nicht. Ist ja auch egal, so. Echt, wir können mal jetzt mal hier ein bisschen rumfliegen, uns mal die Karte angucken, so von oben. Schaut euch das mal an, das sieht einfach cool aus. Wie, hier der Rauch reingepustet wird. Was haben wir hier? Ist das ein Tor? Ah, rauchen dürfen wir hier nicht. Ja, interessant. Interessant. Generatoren, die unter Spannung stehen. Können wir hier mal rein? Ah, ich weiß, ich bin noch nicht reingefahren in solche Dinger. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt reinfahren kann. So, hier können wir leider nicht rein, aber das sieht einfach alles so richtig cool aus. Also die neue Map sieht auf jeden Fall schick aus. Kann man sagen, was man will, aber die sieht echt gut aus. Na, schaut euch das an. 13. Unglückszahl. Ja, ist echt. Also was soll man zu der Karte noch sagen? Mir gefällt sie persönlich, ja. Ich muss sagen, die ist echt gut. Können wir hier irgendwie uns rausglitschen vielleicht? Nee, oder? Können wir mal gucken, ob wir hier rauskommen. Aber scheint nicht so. Oh, doch. Nee, warte mal. Wir kommen da, glaube ich, nicht raus. Ja. Schade. Oh, sieht echt gut aus. So Leute, das soll es mal ganz kurz gewesen sein. Der neueste Stand hier in Tenki X. Macht das wieder besser. Rinjahan. Ist ja klar.